Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur ersten Amonkhet-Kartenvorschau. Ich wollte es nicht mehr Spoiler-Video nennen. Ich habe mich wie bei den letzten Editionen daran gehalten, dass ich warte, bis die Karten gespoilert sind und dann vor dem Pre-Release quasi eine Set-Review, ein Set-Review einfach mache und dann über die ganzen Karten rede. Hat mir letztens sehr gut gefallen. Ich werde mir diesmal ein bisschen mehr Zeit lassen, damit ich mehr auf das Limited-Format eingehen kann. Also wir schauen uns hier in dieser kleinen Videoreihe Anfang der Woche jetzt erstmal die ganzen neuen Karten an. Ich habe das ein bisschen für euch sortiert und dann rede ich einfach mal, ja, alles, was mir einfällt, kennt ihr ja. Natürlich wird dann auch, wenn die Edition offiziell erschienen ist, wieder Unboxings hier auf dem Kanal sein. Also das wird alles kommen, Decks, Booster etc., volles Programm, kennt ihr ja bereits. Und ja, wir schauen uns einfach mal die neue Edition an. Ich bin gespannt, was uns alles erwartet. Vorweg ein paar Eckdaten. Der Pre-Release ist am 22. und 23. April, also jetzt am kommenden Wochenende. Und beim Pre-Release, wer das noch nicht kennt, wird Limited gespielt und zwar Sealed. Und ja, habe ich euch ein Video unten nochmal in die Videobeschreibung reingepackt, wo ich so ein bisschen die ganzen Formate bei Magic erkläre. Und wer das noch nicht kennt, da wäre ein Pre-Release eigentlich ein optimaler Einstieg, um sich das Ganze mal anzuschauen und dann direkt mit den neuen Karten zu spielen. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, das offizielle Erscheinungsdatum ist dann eine Woche später, wie immer, das ist der 28. April. Da beginnen dann auch sehr wahrscheinlich die Unboxings hier auf dem Kanal, das ist natürlich immer so eine Sache, wie das mit der Post etc. alles funktioniert. Ihr kennt das ja, ich kriege die Sachen auch zum Release und ja, da wird es also schnell wie möglich natürlich dann alles losgehen. Und dann am Ende wird dann noch der Game Day sein, der ist 4 Wochen nach dem Pre-Release. Das ist dann so ein Standardturnier, wo man dann auch mal dann vor Ort selber so ein bisschen mit den neuen Karten zocken kann in so einem Turnier. Ist auch für Anfänger geeignet, natürlich gibt es auch vorher dann quasi Turniere auf dem Game Day, kann man aber immer noch ganz gut dann zocken, so als Special Event zu der Edition. Vielleicht möchte sich der ein oder andere den Termin ja auch frei halten. So, jetzt gehen wir auch wirklich in die Edition rein, wir schauen uns die Karten an. Ich habe ein paar Karten vorweg genommen, eigentlich haben wir es gleich nach Kartentyp und nach Farbe sortiert. Wir schauen uns heute als erstes aber mal die 3 Planeswalker Edition an. Das sind hier mal so die Karten, die die Magic-Spieler sich als allererstes anschauen, weil das ist natürlich immer interessant, weil die Planeswalker ja generell immer eher etwas stärkere Karten sind und das wollen wir natürlich jetzt auch tun. Wir haben Gideon of the Trials. Für 3 Mana kommt er mit 3 Loyalität ins Spiel, plus 1 bis zum nächsten Zug, wird aller Schaden verhindert, den ein Permanent unserer Wahl zufügt. Das ist ein echt ganz geiler Effekt, besonders weil er so schnell ins Spiel kommt. Dadurch, dass er nur 3 Mana kostet, hat der Gegner auch noch nicht meistens so viele Kreaturen auf dem Feld und da kann er sich dann quasi selber mit beschützen. Aber er ist natürlich auch was für Aggro-Decks. Für 0 Mana bis zum Ende des Zuges wird er zu einer 4-4er-Kreatur, die Unzerstörbarkeit hat und immer auch ein Planeswalker ist. Aller Schaden wird verhindert, der zugefügt werden wird. Ja, das ist natürlich auch wieder ein cooler Effekt, man kann mit ihm ganz easy angreifen, man muss ihn quasi ins Exil schicken, also aus dem Spiel entfernen, um ihn aus dem Spiel zu kriegen, solange er eine Kreatur ist, wir können ihn nicht mit Schaden oder mit Kampfschaden halt ganz regulär töten, ist auf jeden Fall ein guter Mann, kann man auf jeden Fall stark mitarbeiten. So, dann haben wir, ach so, nee, da wollte ich noch was sagen, und zwar haben Leute gefragt, warum hat die Karte Unzerstörbarkeit und warum wird der Schaden verhindert, dass das so ein bisschen doppelt gemoppelt. Das hat folgenden Effekt, gehen wir davon aus, der Gegner hat einen Zauberspruch, einen roten Zauberspruch, der Schaden aber nur auf Kreaturen schießt, nicht auch auf Spieler. Ein roter Zauberspruch oder generell ein Zauberspruch, der Schaden auf einen Spieler macht, den kann man ja jederzeit dann auf einen Planeswalker umlenken und dann den Schaden eben in Loyalität ihm abziehen. Wenn der Planeswalker zu einer Kreatur wird, können wir ihn dann aber natürlich auch mit Zaubersprüchen anziehen, die ausschließlich exklusiv nur auf Kreaturen gehen. Sowas wie, fügt einer Kreatur 4 Schaden zu. Das können wir dann natürlich auf den Gideon schießen. Wenn er unzerstörbar nur wäre, also unzerstörbare Kreaturen kriegen ganz regulär ihren Schaden und werden aber eben nicht davon getötet. Da Gideon aber immer noch ein Planeswalker ist, würde er trotzdem die Loyalitätsmarken dann verlieren. Und deswegen muss man ihm zusätzlich noch diesen Zusatztext geben, dass jeder Schaden verhindert werden wird. Andersrum könnte man auch wieder sagen, warum ist das doppelt gemoppelt? Indestructible braucht er trotzdem, weil ansonsten könnte man ihn als Kreatur mit sowas zerstören wie mit zerstör eine Kreatur deiner Wahl. Also Gideon ist dann doppelt abgesichert, quasi gegen Burn und eigentliches Removal. Wir müssen ihn wirklich ins Exil schicken und deswegen hat er eben beide Sachen auf sich drauf. Ich dachte, das war nochmal ganz, ganz interessant vielleicht. Dann für 0 Mana noch, also er hat wirklich nur 0, 0 und 1, also keine Minusfähigkeit. Dennoch sehr stark, wir kriegen ein Emblem und solange wir einen Gideon Planeswalker kontrollieren, können wir nicht das Spiel verlieren und der Gegner kann das Spiel nicht gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Fähigkeit. Auf den ersten Blick sah sie echt super stark aus und viele Leute haben sich, glaube ich, auch ein bisschen beschwert. Aber ich glaube, so stark ist das gar nicht dann letztendlich. Also wird definitiv sehr gut sein, aber ich glaube, es wird nicht hardcore broken. Man muss schließlich nur sich durch die Gideons durchkämpfen und die halt einfach kaputt machen. Ich denke, wir sehen seinen Plus-1-Effekt bzw. seinen Nuller-Effekt ziemlich oft. Ich denke, man spielt ihn eigentlich aus, macht den Nuller-Effekt, holt sich das Emblem, weil sicher ist sicher, das Emblem bleibt ja dann auch für den Rest des Spiels da. Und wenn wir dann mehrere Gideons
irgendwann ziehen, ist das Emblem halt immer ganz gut. Und sobald er halt angreifen kann, macht man wahrscheinlich dann 0 und 4-4, ihn dann zu einer 4-4er-Kreatur. Wird sich, denke ich, auf jeden Fall ganz gut spielen lassen. Sehr starker Planeswalker, er ist billig, schützt sich ein bisschen, kann gut Druck aufbauen und hat halt auch noch einen recht einzigartigen Effekt mit seinem Emblem. Und ist einfach wirklich, ja, wirklich stark, kann man nichts sagen. Dann Nissa, Steward of Elements, auch mal was Neues. Planeswalker mit X in den Kosten, sieht auch ziemlich cool aus, blau. Und grün und X, und sie kommt dann natürlich mit X-Loyalitätsmarken ins Spiel. Ziemlich geil. Plus 2 macht man Hellsicht 2, das ist okay. Also sie macht keinen Kartenvorteil, sie beschützt sich nicht selber. Ja, sie manipuliert halt das Deck, das ist in Ordnung. Dafür muss man aber auch bedenken, wir können sie auch für 3 Mana ausspielen wieder. Also wieder ein 3 Mana Planeswalker, dann kommt sie mit einer Loyalitätsmarke ins Spiel und geht dann direkt auf 3 hoch. Das kann auch gut sein auf einem leeren Board. Also kann man sie halt auch super preiswert spielen. Ich will das nicht unterschätzen. Ich tippe mal, wenn man ihr eine bessere Fähigkeit halt gegeben hat, wäre sie einfach viel zu stark in den Szenarien, wo man sie für 3 Mana spielt. Dann haben wir noch für 0 Mana oberste Karte der Bibliothek angucken. Wenn es ein Land oder eine Kreaturenkarte mit Mana-Kosten weniger oder gleich der Anzahl ihrer Loyalitätsmarken ist, dürfen wir die Karte direkt ins Spiel bringen. Das ist natürlich auch wieder ziemlich geil. Das ist natürlich wieder nur ein bisschen besser, wenn sie mehr Loyalität hat natürlich. Beziehungsweise wenn wir viele billige Sachen haben. Oder man trifft halt ein Land, das hat ja immer Mana-Kosten von 0. Das können wir halt immer ins Spiel bringen. Also dennoch auf jeden Fall sehr starke Fähigkeit. Minus 6 bis zu 2 Länder eintappen, die wir kontrollieren. Sie werden 5-5er fliegende Eile-Elementare bis zum Ende des Zuges. Auch eine ganz schöne Fähigkeit. Also ich würde sagen, rundum ein solider Planeswalker, die Nissa, sticht jetzt nicht heraus, dass man nur 2 Länder, erst habe ich mir gedacht, boah, nur 2 Länder und dann bis zum Ende des Zuges für minus 6 ist gar nicht mal so gut. Da muss man dann aber auch wieder bedenken, man kann die Nissa nicht nur jederzeit für auch nur 3 Mana ausspielen. Man kann sie halt auch für 8 Mana ausspielen, dann hat sie 6 Loyalitäten, wir können sofort minus 6 machen und das produziert halt auch einfach mal 10 Schaden in der Luft mit Eile. Das ist halt echt stark, kann man nicht sagen. Also echt ein guter Planeswalker. Sie ist immer in der Kurve, also man kann einfach immer sein gesamtes Mana verbrauchen, egal wann man sie spielt, einfach nur für eine zusätzliche Loyalitätsmarke. Ist auf jeden Fall eine geile Karte, gefällt mir gut. Dann Liliana Death Majesty, die Königin des Tods. Ich weiß nicht, wie sie dann auf Deutsch heißen wird. 5 Mana mit 5 Loyalität plus 1 gibt es einen Zombie-Token. Und dann darf man, oder dann muss man 2 Karten seiner Bibliothek in den Friedhof tun. Das ist meistens ganz gut bei solchen Decks. Gerade, dass sie bei plus 1 einen Zombie macht, ist echt gut. Sie schützt sich also mit einem recht starken Token selber. Das ist schon mal echt gut. Minus 3, man bringt eine Kreaturenkarte aus unserem Friedhof zurück ins Spiel. Die Kreatur ist zusätzlich ein Zombie zu all seinen anderen Farben und Kreaturentypen. Das ist natürlich auch wieder Upside. Also, wenn man sie in einem Zombie-Deck spielt, hat man meistens irgendeinen positiven Effekt davon, dass die Kreaturen selber Zombies sind. Also, Zombie-Tribal funktioniert ja dann ganz geil. Würde sie ganz gut reinpassen, so finde ich, in das Deck, weil sie macht Zombies, sie macht unglaublichen Kartenvorteil und dann hat noch dann natürlich das einseitige Mass-Removal auf minus 7, was sie in der dritten Runde aktivieren kann. Man muss nur zweimal Plus machen, dann minus 7, zerstöre alle Nicht-Zombie-Kreaturen. Also sie, ja, man sollte sie offensichtlich in einem Zombie-Deck spielen, aber ich denke, sie kann auch durchaus in einem Control-Deck gespielt werden, mit Schwarz, vielleicht in Esper-Farben, mit Weiß und Blau zusammen. Kann durchaus funktionieren. Zombies sind immer gut, also einfach der Token, minus 7 in einem Control-Deck, zerstört quasi alle Kreaturen, es sei denn, der Gegner hat übermäßig viele Zombies, dann ist natürlich nicht so gut. Aber generell ein echt starker Planeswalker. Gefallen mir alle drei wirklich gut. Ich glaube, keiner wird übermäßig krass sein. Und alle sind aber auch nicht schlecht. Kann man sich echt gut geben, gefallen mir echt gut. Kann man nichts sagen. So, genug über die Planeswalker geredet. Jetzt habe ich schon richtig viel Zeit auf die Planeswalker verplappert. Aber auch im Limited-Format, ich glaube, da muss ich dann nichts zu sagen. Wenn ich die Karten gut finde, allgemein für Constructed, dann sind sie im Limited, also Pre-Release, Draft oder Sealed quasi, sind sie dann immer ultra gut. Ne? Muss ich jetzt nichts zu sagen, wenn man einen Planeswalker hat auf dem Pre-Release und den kann man dann spielen mit seinen Farbkombinationen, sollte man das tun. Dann sind sie nämlich immer unfassbar unendlich gut. Naja, so, weiter geht's. So, wir haben 5 Länder-Cycle, 5 doppelfarbige Länder. Gefallen mir wirklich, wirklich geil. Sie kommen zwar leider immer getappt ins Spiel, das ist natürlich immer so ein relativ blöder Nachteil bei einem Land, weil man das Mana in der Regel ja haben will. Ihr großer Vorteil ist natürlich, sie haben Standardlandtypen. Man kann sie also mit den Fetch-Ländern aus dem Deck raussuchen. Beziehungsweise wenn man eine Karte spielt, wie durchsucht dein Deck nach Wälderkarten und nimm sie auf die Hand oder irgendwie sowas in die Richtung, dann kann man sich die Cycle-Länder auch auf die Hand holen und sie später dann auch einfach cyclen. Das ist natürlich ganz geil. Außerdem mit Life from the Loam Decks, mit Life from the Loam zusammen sehr geil, kennt man halt aus dem Modern, damit kann man sich mehrere Länder aus dem Friedhof wieder auf die Hand zurückholen, bis zu 3 für nur 2 Mana. Die kann man dann wieder abwerfen, um Karten zu ziehen. Außerdem sind sie halt einfach geil, wenn man sie im Late-Game zieht, die Länder, also wenn das Spiel schon ein paar Runden fortgeschritten ist. Man zieht halt irgendwann
jeder kennt das, oh, wir haben 6 Länder oder 7 Länder im Spiel, so viel Mana brauchen wir fast gar nicht und dann zieht man weiter Länder. Ja, jede Landkarte, die wir ziehen, ist eine tote Karte, ist super schlecht und wenn wir die dann für 2 Mana einfach abwerfen können, um eine frische Karte nachzuziehen, ist halt einfach ein unglaublich guter Effekt. Also ich kann mir die Länder echt gut vorstellen, sie werden bestimmt oft mal irgendwo gespielt. Im Modern kann ich sie mir teilweise auch in sehr langsamen Decks ganz gut vorstellen, natürlich dann nicht 4-mal, weil das wäre dann einfach zu krass, aber ich kann sie mir durchaus auch zum Colorfixen 1-2 Mal dann in den entsprechenden Farben, in den entsprechenden recht langsamen Decks sehr gut vorstellen. Top-Länder. Ja, dann Full Art Basics hat man kurz in meinem Magic Open House Video gesehen. Die Full Art Länder gefallen mir alle wirklich, wirklich gut. Und es ist noch nie passiert, dass mir tatsächlich der Wald, ich will jetzt nicht sagen, am schlechtesten gefällt. Er gefällt mir immer noch ultra gut. Aber es ist tatsächlich mal passiert, dass ich als Grünspieler sage, alle anderen Länder sehen besser aus. Das passiert selten, besonders bei der Ebene bin ich oft mal am Zweifeln. Aber diesmal muss man echt sagen, sehen geil aus. Also der Sumpf ist richtig Premium. Eins plus mit Sternchen, meiner Meinung nach, der ist mega geil geworden. Die Insel gefällt mir ganz gut, auch wenn es wieder nicht so eine richtige Insel ist, halt was eine Insel definiert, ne? Also so ein Stück Land mit Wasser drum, sieht man halt nicht. Vielleicht ist halt nur ein kleiner Bildausschnitt, aber generell sehr schön. Das Gebirge auch sehr gut, ist natürlich ziemlich viel, ja, so Bauten irgendwie im Weg. Ich mag es halt, wenn die Länder wirklich ländlich aussehen, das ist aber so mein Ding. Aber man kann die Länder einfach sehr gut erkennen. Oft hat man ja mal Probleme, dass irgendwie eine Insel aussieht wie ein Sumpf oder ein Sumpf aussieht wie eine Insel oder sowas. Das finde ich ja dann ganz grausam. Oder Wälder sehen aus wie Ebenen, weil irgendwie gar nichts Grünes drauf ist. Nur ein bisschen Wiese oder sowas. Und da hier kann man wenigstens eindeutig erkennen, was das ist. Artworks gefallen mir sehr gut mit den beiden hier Nicole Bolas Hörnern im Hintergrund. Sehr geil. Also ich bin Fan, sie gefallen mir wirklich gut und sind definitiv ganz weit oben im Bereich der Full Art Standardländer bei mir. Muss ich sagen. Lasst mal einen Kommentar da, wie euch die Full Art Basics gefallen. Das interessiert mich auf jeden Fall. So, Random Color Fixer fürs Limited, Evolving Wilds, Bombenkarte, Cascading Katarax. Katarax, tatsächlich richtig ausgesprochen. Ja, unzerstörbares Land mit 5 Mana macht 5 andere Farben, super lustig, ne? Artwork ist Bombe. Karte ist irgendwie merkwürdig. Evolving Wilds gefällt mir. Painted Bluffs in super schlechter Qualität, tut mir leid. Ist halt, hat man auch schon 1000 Mal gesehen. Die Karte ist jetzt nur diesmal in diesem Wüstenschema. Haben sie gut gemacht. Solche Länder braucht man natürlich fürs Limited, wenn man viele mehrfarbige Karten spielen will. Braucht man eben Länder, die Color fixen. Wollte ich einfach mal erwähnt haben. Dann haben wir noch schöne Länder mit ja, netten Nebeneffekten, so Utility Lands, wie ich die nenne. Gefallen mir eigentlich auch ganz geil. Sun Scorched Desert, die sonnenverödete Wüste irgendwie. Sieht ziemlich trocken aus, kommt ins Spiel, schießt einen Schaden auf den Spieler. Gefällt mir ganz geil, ist in so Budget-Constructed Decks, kann ich sie mir ganz gut vorstellen. Im Limited nicht so. Im Limited halte ich das Cradle of the Cursed eigentlich am besten, kann man später einen Zombie verwandeln. Wenn das Deck also nicht so viele verschiedene Farben hat, denke ich, kann man so ein Land durchaus mal zocken, genau wie Grasping Dunes. Finde ich jetzt auch nicht super stark, kann man opfern, um eine Minusmarke auf was draufzulegen. Wie gesagt, wenn das Deck das farblose Mana vertragen kann, wenn man sich da nicht in zu großen Nachteil begibt, kann man die auch mal spielen, wenn man Bock hat. So, jetzt schauen wir uns Artefakte an. Also wie gesagt, in diesem Video noch ein paar Special-Karten und Multicolor-Karten gucken wir uns noch an. Wie gesagt, ich wollte das ja ein bisschen thematisch aufteilen. Dann haben wir die ersten Karten gemacht und dann warte ich auch erstmal auf eure Kommentare. Bin ich mal gespannt, was er sagt. So, jetzt erstmal Throne of the God Pharaoh. 2 Mana, ein legendäres Artefakt. Zu Beginn unseres Endsteps verliert jeder Gegner so viel Leben, wie wir getappte Kreaturen haben. Das ist eine interessante Karte. Die ist definitiv gut. Kann ich mir in super vielen Aggro-Decks auf jeden Fall mega geil vorstellen. Außerdem steht drauf, each opponent ist also auch für aggressive Decks geeignet in Multiplayer-Decks wie Commander. Da haben ja solche Decks immer so ein bisschen Probleme, weil man muss halt gegen mehrere Gegner spielen und mit vielen kleinen Kreaturen ist das immer schwer. Und eben die Decks, die viele dicke Karten haben, gewinnen öfters mal auch in so Multiplayer-Runden. Natürlich gibt es da Ausnahmen. Und Throne of the God-Pharao, der Ghetto-Pharao, wollte ich fast sagen, ne, der ist der God-Pharao, natürlich. Und wir haben hier diesen ägyptischen Flavor hier in der Edition, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Also vom Flavor her ist die Edition top. So, zurück zum Thron. Ist einfach geil, weil man so Weenie-Decks, die viele Tokens zum Beispiel produzieren, Token-Deck einfach noch eine Möglichkeit gibt, zusätzlich Schaden zu machen. Das Blöde ist, das Ding triggert nur im Endstep, nicht irgendwie immer, wenn eine Kreatur getappt wird. Sprich, wenn die Kreaturen im Kampf sterben, macht das halt keinen Schaden mehr. In Multiplayer-Runden kann man natürlich dann immer den Spieler angreifen, der sich nicht verteidigen kann. Und alle anderen Spieler kriegen dann im Endstep Schaden. Es ist ein legendäres Artefakt, würde also in Commander reinpassen, ob wir sie in einem Constructed-Deck sehen, weiß ich nicht so richtig. Also in einem Turnier-Deck irgendwie, glaube ich, nicht so. Aber so Commander, EDH, kann ich sie mir doch ganz geil vorstellen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte, wie ich finde. Außerdem kann man auch eventuell
muss man den Gegner gar nicht angreifen, sondern man benutzt Kreaturen, die man einfach irgendwie tappt. Also irgendwas mit tappe zwei Kreaturen und kriegst einen Effekt oder tappe Kreaturen für Mana. So eine Art, wie hieß die Karte nochmal? Da gab es so ein BG Aristocrats Deck mit Cryptolis Rites hieß das, wo alle Kreaturen auch so zu Mana-Elfen werden. Da konnte man seine Kreaturen für Mana tappen. Könnte man vielleicht auch benutzen. Und ist eine geile Karte. Throne of the God Pharaoh. Sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Dann die Pyramide des Pantheons. Geile Karte auch vom Flavor. Ein Mana-Artefakt. Für zwei Mana können wir es tappen. Kriegen wir ein Mana einer beliebigen Farbe. Das ist schon mal ganz okay. Und dann kommt Brick-Counter da drauf. Also so ein, ja, was ist ein Brick? Ein Stein, so ein Backstein, ne? Die bauen die Pyramide halt anscheinend gerade auf. Und dauert halt ein bisschen, man muss also Ressourcen reinstecken. Am Anfang ist das, ne, da ist die Pyramide halt noch nicht so geil. Kommt halt nur ein Mana raus, man muss zwei bezahlen, das ist halt so, meh. Aber später können wir das Ding eben für drei Mana einer beliebigen Farbe tappen. Das dürfen wir aber nur aktivieren, wenn drei oder mehr von diesen Steinmarken drauf sind. Also wenn die Pyramide fertig gebaut ist. Also dickes Monument, man muss früh ordentlich Arbeit reinstecken, aber am Ende zahlt es sich aus. Ist ein bisschen schlechter als ein Gilded Lotus, wie ich finde. Also ein 5-Mana-Artefakt, das tappt halt einfach für 3 Mana einer beliebigen Farbe. Ist dennoch aber eine coole Karte. Ist jetzt nicht super overpowered, ob wir sie im Standard sehen, weiß ich nicht. Aber auch wieder in so Ramp-Decks oder im Commander, wenn man sie Turn 1 hinlegt, ist eine starke Karte. Kann man nicht meckern, gefällt mir auch ganz gut. Dann Oracle's Vault für 4-Mana-Artefakt hier in der Promo-Version, Pre-Release-Promo mit dem Datum drauf. Das sind zum Beispiel so Promos, die ihr im Pre-Release dann bekommen könnt. Ja, oder in den Pre-Release-Packs zum Beispiel. So, 2 Mana tappen, die oberste Karte der Bibliothek ins Exil schicken. Bis zum Ende des Zuges darf man diese Karte dann spielen. Und dann kommt wieder ein Brick-Marke, also so eine Backsteinmarke drauf, Steinmarke. Und ja, hier wird anscheinend wieder so ein dickes ägyptisches Monument gebaut. Und ist auf jeden Fall ein netter Effekt, einfach nur, damit man die Karten auch spielen kann. In einem Control-Deck zum Beispiel ganz geil. 4 Mana ausspielen ist natürlich teurer. Gucken wir uns mal den zweiten Effekt an. Tappen, Exile wird die oberste Karte der Bibliothek. Bis zum Ende des Zuges darf man diese Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das darf man natürlich nur machen, wenn wieder 3 oder mehr Brick-Marken drauf sind. Hier denke ich auch wieder, in einem normalen 60-Karten-Deck wird die Karte nicht gut genug sein, sehr wahrscheinlich. Aber, vielleicht in einem etwas langsamen Control-Deck kann ich mir das wieder durchaus vorstellen, dass man die Karte zocken kann. Warum nicht? Wenn es ein bisschen aufbaut, je länger die Karte im Spiel ist, desto besser wird sie. Wenn sie jemand kaputt macht, ist natürlich hart. Aber wenn man eben genug Mana zur Verfügung hat, generiert sie einfach Kartenvorteile. Ist auf jeden Fall eine starke Karte, kann man nicht sagen. Sie ist halt recht langsam. Aber es kann sich wieder auszahlen. Aber ich glaube, das ist auch der Sinn dieser Monumente. Ne, die Dinger entstehen halt nicht von einem Tag auf den anderen, ne? Die großen Bauwerke. Muss man halt auch mal Zeit investieren. Und da finde ich halt, der Flavor ist schon ganz geil. Also kann man echt nichts sagen. So, dann die Monumente. Gibt es 5 Stück, alle im Uncommon-Bereich und haben alle Potenzial, finde ich. Alle im Limited, denke ich, ziemlich gut. Nicht unbedingt. Gucken wir sie uns einzeln an. Ne? Wir haben ja jetzt Zeit, ich wollte ja mehrere Videos machen. So, Bontus Monument, 3 Mana. Schwarze Kreaturen kosten 1 Mana weniger zum Ausspielen. Sind übrigens alles legendäre Artefakte. Und immer wenn wir einen Creature Spell casten, verliert jeder Gegner ein Leben und wir kriegen ein Leben. Ist solide, ne? Ich finde, Ankamen kann man nicht sagen. Ist halt solide. So, Hazarets Monument. 3 Mana. Rote Kreaturen kosten 1 Mana weniger. Immer wenn wir einen Creature Spell casten, dürfen wir eine Karte abwerfen, dann eine ziehen. Das ist ziemlich gut, das Ding. Das würde ich sogar fast in einem Deck spielen, was noch nicht mal rot ist unbedingt. Denn immer, wenn wir eine Kreatur spielen, auf lange Sicht können wir immer schlechte Karten wie irgendwie Länder oder einfach nur schlechte Kreaturen, die wir im Verlauf des Spiels nachziehen, abwerfen, neue Karten nachziehen. Im Limited definitiv gut, im Pre-Release wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser, denn das Sealed-Format ist immer in der Regel ein Ticken langsamer als das Draft-Format. Und ich denke immer, kann man so ein Monument auf jeden Fall mal gut rauslassen. Dann Ronas Monument, 3 Mana, grüne ein weniger. Immer wenn wir eine Creature casten, gibt es +2/+2 ein Trample für eine Kreatur. Auch nicht schlecht. In einem grünen Deck macht das, was man will. Jede Kreatur, die man spielt, gibt +2/+2 ein Trample. Ist ordentlich. Ne? Gehen wir mal davon aus, man spielt 3 Kreaturen, wenn man das Monument hat. Natürlich gibt man ein bisschen Tempo auf, strategisch gesehen, weil man halt was für 3 Mana legt, was halt eigentlich keinen Effekt hat in dem Sinne. Nimmt natürlich auch Tempo aus euren Aggro-Decks raus. Also immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, die Karten. Aber sie können halt auch sehr gut sein. Dann Krefnetz-Monument, sieht auch sehr geil aus. Das ist so ein Vogel, glaube ich, ne? Das ist ja das blaue Monument, sieht sehr lustig aus irgendwie. Und immer wenn wir ein Creature-Spell casten, können wir eine Kreatur beim Gegner aussuchen, die enttappt eine Runde lang nicht mehr. Joa, ist auch okay. Finde ich immer ein bisschen schwächer als die anderen, muss ich sagen. Das kauft einem natürlich wieder Tempo, weil gegnerische Kreaturen nicht enttappen. Ist halt jetzt direkt wieder ein bisschen anders vom Spielprinzip her. Müsst ihr halt immer ein bisschen gucken, auf wie euer Deck funktionieren soll. Dann noch Oketras Monument zum Abschluss. Weiße einen billiger und immer wenn wir einen Creature Spell casten, gibt es einen 1/1er Warrior Token. Die Karte hat für mich irgendwie
Kombo-Potenzial. Wenn ich mir die angucke, ich habe ja schon echt lange Magic gespielt, wenn ich sowas sehe wie Kreaturen sind billiger und immer wenn du eine Kreatur castest, kriegst du eine Kreatur. Das sieht für mich immer nach Kombo aus. Wenn man das mit irgendwas kombiniert, eben schon angesprochen, sowas wie die Kryptolith-Reiten, spielt man ein weiß-grünes Deck. Alle unsere Kreaturen können wir tappen, um für sie Mana zu machen. Wir produzieren viel Mana, spielen viele weiße Zaubersprüche, machen viele Kreaturen, kriegen noch mehr Tokens. Und da wir grün spielen, dann spielen wir irgendwie sowas wie alle Kreaturen kriegen +4/+4 bis zum Ende des Zuges und wir haben halt sofort gewonnen. Riecht nach der ersten Idee für ein starkes Budget-Deck. Also die Monumente auf jeden Fall im Auge behalten. Ich finde die alle ziemlich geil. So, dann kommt etwas, was ich ja erst erklären muss. Einige werden vielleicht jetzt schon schmunzeln, als ich das erste Mal gesehen habe. Erste Reaktion, ich will ja ehrlich hier sein und war so, nicht schon wieder sowas komisches, Doppeldings. Besonders wenn ich mir das angucke, ihr seht auch in diesem Video, davon gibt es eine Handvoll von den Karten, sind vielleicht 10 Stück. Ich habe mir die alle mal angeguckt, sind natürlich spielbare Karten dabei. Wie gesagt, vom Flavor, also so von der Spielmechanik her und was für ein Gefühl die einem beim Spielen geben, finde ich sie sehr schön und machen halt das, was die Edition halt auch so vermitteln sollen, ne? Dieses jetzt hier Dust, Dawn, erst zerstöre alle Kreaturen mit Power 3 oder größer und dann Dawn, jetzt muss ich wieder den Kopf drehen, beziehungsweise ich habe die Karte für euch gedreht, extra, das musste einfach sein. Alle Kreaturen mit Power 2 oder weniger aus dem Spiel bringen, ne? Also es ist so eine Karte, es passiert erst das erste, dann das zweite, das hat auch diese Aftermath-Fähigkeit, wir dürfen die Karte nur aus dem Friedhof casten, dann geht sie ins Exil, also erst das erste spielen, dann das zweite quasi, ne? Also es ist vom Flavor ganz cool, ne? Alles wird zerstört, dann wird alles wiedergeboren. Ach so, in diesem Ägypten-Flavor. Gefällt mir halt echt gut. Wie gesagt, wenn man sowas wie Magic Online oder wenn wir Magic Duel zusammenspielen, finde ich die Karten wieder mega geil, weil es macht einfach Spaß, so neue Mechaniken bei Magic zu haben, wenn die Karten ein bisschen anders funktionieren. Gibt halt dem Spiel neue Strategieaspekte, das mag ich sehr gerne, aus spielerischer Sicht. Aber es ist meistens wieder unpraktisch. Man muss so hin und her gucken. Und ich sehe schon, wenn ich gegen jemanden spiele und der, wie er seinen Kopf bewegt, dann weiß ich schon, naja, alles klar, er hat schon so eine Karte auf der Hand. Wenn die Leute eben nicht sofort wissen, was die Karten machen, dann drehen die ihren Kopf hin und her oder drehen die Karten komisch, dann weiß schon die Hälfte der Handkarten. Also, ne, könnt ihr das von mir als spielerischen Tipp mitnehmen. Könnt die Karten euch ja gerne nochmal auf irgendeiner Spoiler-Seite anschauen. Da sind halt ganz coole dabei. Aber ich wollte hier nicht alle zeigen, weil mir wird einfach schwindelig davon. Also, wie gesagt, ähnlich wie bei Werwolf-Flip-Karten. Spielerisch gefallen mir die Sachen echt cool. Frischer Wind für Magic ist echt geil, aber ist halt ein Kartenspiel. In Online, bei Online finde ich sowas cool. In Paper mag ich sowas halt einfach nicht. Aber das ist halt meine persönliche Ansicht. Und auch hier würde ich mich über eure Kommentare freuen, wie euch diese Split-Aftermath-Karten gefallen. Ob ihr das so wie ich seht oder einfach sagt, boah, ich finde das einfach nur kacke oder manche finden das vielleicht einfach nur geil. Und wie gesagt, ich bin immer ein bisschen zwiegespalten. Die Karten sind schließlich auch gespalten. Und ja, Hashtag Split-Shibi, sage ich nur, ne? Und ja, so, gehen wir mal weiter. Dann haben wir ein kleines Set aus legendären Kreaturen, die mir auch alle ganz geil gefallen. Auch weil es legendäre Kreaturen sind, glaube ich, die Commander-Spieler freuen sich. Sind mehrfarbige Commander und gerade billige Commander können echt ganz geil sein einfach. Wir schauen uns die einfach mal an. Neob the Worthy, der ist der schwarz-rote in den Rakdos-Gildenfarben, wo wir jetzt mal ein bisschen oldschooliger schon fast sind. 3 Mana, 2/2 Erstschlag. Andere Minotauren, die du kontrollierst, kriegen Erstschlag. Ja. Minotauren. Haben wir ja schon seit dem Theros-Block. Wer da noch ein Minodeck hat, freut sich vielleicht. Das war damals auch schwarz und rot. Kann man natürlich zum Pimpen benutzen. Ansonsten an sich solider Dude. 3 Mana, 2/2 Erstschlag ist okay. Minus kriegen Erstschlag. Solange wir ein oder weniger Handkarten haben, kriegen alle Minotauren nochmal +2/+0. Also Megalord-Effekt. Und immer wenn er dem Spieler Schaden zufügt, Kampfschaden zufügt, wirft jeder Spieler eine Karte ab. Damage to a player, each player discards a card. Ja, also auch wir selber, also er hilft dabei, seinen Lord-Effekt zu aktivieren quasi. Er ist ganz cool, wird jetzt nicht die Bomben-Rare werden wahrscheinlich, aber ist ganz lustig. So, dann Samut, Voice of Dissent, 5 Mana, 3/4 Flash, Doppelschlag, Wachsamkeit, Eile. Ne? Sehe ich Rot-Grün, eine meiner Lieblingsfarbkombinationen, sehe ich 4 Fähigkeiten. Werde ich direkt schwach, ne? Werde ich direkt nervös. Andere Kreaturen, die du kontrollierst, haben Eile. Werde ich noch nervöser. Dann weiß, tappen, enttappen eine Kreatur. Nee. Bisschen enttäuscht. Und dann weiß. Und dann tappen, um deine Kreatur zu enttappen. Ist natürlich ganz lustig, weil das Ding hat halt Wachsamkeit. Sprich, man kann angreifen und dann noch eine andere Kreatur enttappen. Ist geil mit Extort-Teilen zusammen vielleicht. Das haben wir nicht Extort, wie heißt das neue? Kommt noch, haben wir noch nicht gesehen, neue Fähigkeit. Man kann Kreaturen, quasi wenn sie angreifen, kann man ihnen einen Bonuseffekt geben,
Warum habe ich da noch nicht drüber geredet? Man kann ihnen einen Bonuseffekt geben, irgendwie so plus eins und Live-Link, dann enttappen sie aber im nächsten Upkeep bei uns nicht mehr. Also man kann sie aufpowern, dann sind sie so erschöpft quasi und dann enttappen die eine Runde lang nicht. Das ist natürlich mit so einer Karte ganz cool wie Samut. Dann kann man mit den Kreaturen angreifen, sie auch enttappen, dann ist es halt egal. Den Kreaturen muss man halt Wachsamkeit geben. Das Ding ist gut, also ich will jetzt nicht meckern, 5 Mana, 3, 4, Flash, Doppelschlag, Wachsamkeit, Eile. Ne? Also es sind so viele Effekte, die Karte muss gut sein. Das war jetzt wieder Jammern auf hohem Niveau. Super solide, ich will jetzt nicht weiter meckern. Gehen wir direkt weiter zu Temet, dem Visier von Naktamun. Naktamun. Human Cleric, Digga, 2 Mana, 2/2. Zu Beginn der Kampfphase auf unserem Zug kriegt ein Creature-Token, den wir kontrollieren. +1/+1 bis zum Ende des Zuges und kann nicht geblockt werden. Geil, kann man nicht sagen, mit Tokens zusammen, stark. Und kann nicht geblockt werden. Sick, das Ding ist gut, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich habe mir die Karten natürlich auch alle schon vorher ein bisschen angesehen, aber ich will auch ein bisschen so, ich rede ja manchmal gerne und ein bisschen live, ne, so meinen Gedanken nachvollziehen, dachte ich, wäre mal ein bisschen interessant. Also auf jeden Fall ein gutes Ding. Dann die neue Embalm-Fähigkeit, die ich sehr stark finde übrigens, auch im Limited überstark, weil sie einfach, ja, Kartenvorteil quasi generiert oder Value generiert, weil man die Karten öfters benutzen kann, wenn sie nämlich im Friedhof sind. Für 5 Mana in diesem Fall können wir ihn dann aus dem Friedhof exilen und dann kriegen wir eine Token-Kopie dieser Kreatur. Sie kommt quasi als Zombie-Mumie dann zurück, hat auch ihre ursprünglichen Kreaturentypen, zusätzlich halt Zombie. Und ja, einfach voll geil. Als Hexerei kann man das machen, dann werden die nochmal so als Mumie einbalsamiert, so richtig Ägypten-Style. Gefällt mir echt gut. Gute Fähigkeit auch, ne? Dann Harpatra, der Visier auf Poisons, Human Cleric. Ich habe erst gedacht, das wäre so eine Naga-Königin. Von Naga bin ich nämlich auch großer Fan, Naga-Creature-Type, ziemlich geil. Geile Farbkombination, 2 Mana, 2/2, grün-schwarz. Immer, wenn sie dem Spieler Kampfschaden zufügt, darf er eine -1/-1 Mark auf eine Kreatur legen. Geiler, starker Effekt. Und immer wenn wir eine oder mehr -1/-1 Marken auf eine Kreatur legen, kriegen wir eine 1/1er Snake mit Todesberührung. Das ist natürlich stark. Im Verlauf der ganzen Videos werdet ihr noch weitere -1/-1 Effekte sehen. Die Edition spielt sehr viel mit Minusmarken auf jeden Fall herum, ähnlich wie diese Embalm-Fähigkeit. Das ist eine der Hauptfähigkeiten der Edition. Und werden wir auf jeden Fall noch viele gute Karten sehen. Wir können das auf gegnerische Kreaturen legen, einfach um sie schwächer zu machen. Dann 1/1er Death-Touch-Tokens zu produzieren, ist super stark, weil die halt immer gegen eine Kreatur abtauschen mit Todesberührung. Super gut. Und man kann das natürlich auch manchmal auf eigene Kreaturen legen, die Minusmarken. Da gibt es dann noch so ein paar Tricks, aber das seht ihr dann bei den folgenden Karten. Echt cool. Dann habe ich noch eine Karte dazwischen, eine Rare, Bounty of the Luxa, einfach weil es so vom Flavor her eine super geile Karte ist. Das Artwork gefällt mir sehr gut. 4 Mana Enchantment, vom Power Level okay. Ich glaube, es ist wieder was für Commander, für Ramp-Decks oder in so einem Q-Fix-Deck. Stelle ich mir die Karte ultra stark vor. Erstmal, was macht sie? Zu Beginn der Pre-Combat Main Phase, also Hauptphase 1, bevor man kämpft, also bevor der Kampf Phase, werden alle Flutmarken von diesem Enchantment entfernt, wenn keine drauf waren. Dann kommt eine Marke drauf und dann darf man eine Karte ziehen. Und wenn man eben eine Marke entfernt hat, falls eine drauf war von der letzten Runde, kriegt man 3 Mana. Ein farbloses, ein grünes und ein blaues. Kann ich mir in einem Ramp-Deck gut vorstellen oder in einem Q-Fix-Deck, wie gesagt, ist so ein bisschen Urban Evolution-Style die Karte. Das war auch eine Karte, wo man 3 ziehen kann und extra Länder legen kann. Ist hier ein bisschen anders. Ist auf jeden Fall vom Power-Level her echt gut. Wieder, wenn sie lang im Spiel ist, macht sie viel Mana, zieht viele Karten. Ist halt echt geil. Solide Karte. Dann hier nochmal 3 Uncommons, Enigma Drake links, Honored Crop Captain rechts, sage ich nichts drüber, sind solide Karten definitiv, aber sowas haben wir schon 1000 Mal gesehen. In der Mitte sage ich aber Wayward Servant, hallo, das ist doch mal ein netter Zombie. Zombies sind ja jetzt auch weiß durch das Mumien-Thematik, aber das Ding gefällt mir. 2 Mana, 2/2, immer wenn ein anderer Zombie ins Spiel kommt unter unserer Kontrolle, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und wir kriegen einen Lebenspunkt. Geiler Drain-Effekt mit Zombies zusammen. Da werde ich direkt ein bisschen nervös, besonders nach dem letzten Magic Duel Video, wo ich das Zombie-Deck gespielt habe. Blau-Schwarz hat echt nicht geballert bei dem Spiel, also online. Und freue mich auf die Karte, echt stark. Alle Zombie-Spieler freuen sich wahrscheinlich. Mit Weiß zusammen mal was Neues. Kann man mal machen. Bin gespannt, coole Karte. Dann noch so ein paar gute Uncommons einfach aus dem Multicolor-Bereich, Weaver of the Currents, einfach 3 Mana Mana Dude. Der Nachteil ist natürlich, es macht nur farbloses Mana, aber tappt halt direkt für 2 Mana, ist okay. Kenra, wie heißt das Ding? Charioteer wird wahrscheinlich wieder so ein, wie nennt man das? So ein Chariot, so Streitwagen, Kenra, Streitwagenfahrerin oder sowas werden, ist so ein Schakalkrieger, sehr geil. 3 Mana, 3/3 Trample, andere Kreaturen bei uns kriegen Trample.
Wie gesagt, kann man nichts sagen, ist solide. Nächste Folie. Uncrop Champion und Aven Windguide. Wieder solide Uncommons. Links da, Exert heißt es auf Englisch. Davon habe ich eben geredet. Wenn er angreift, können wir ihn exerten. Wenn wir das machen, enttappen wir alle anderen Kreaturen, die wir kontrollieren. Und eine exerted Kreatur enttappt nicht im nächsten Untap-Step. Ja, die werden halt so erschöpft. Wie gesagt, da weiß ich noch nicht genau, wie das auf Deutsch heißen wird. Hätte ich natürlich mal im Wörterbuch nachschlagen können zur Fortbildung. Ja, komm, ich bin kein Unmensch. To exert. Anspannen. Spannte angespannt. Aber auch gebrauchen, ausüben, Einsetzung zur Geltung bringen. Ja, die Dinger zeigen halt ihr Bestes, kriegen einen Bonuseffekt, wenn man es benutzt. Man hätte es auch so wie aus... Na, hatten wir schon bei Magic, so ausschöpfen, ne? Erschöpfen. Naja, geben auf jeden Fall ihr Bestes, richtig reinhämmern. Dafür müssen sie im nächsten Upkeep halt eine Runde warten. Er ist natürlich ganz geil, weil er enttappt alle Kreaturen. Und man wird im Limited wahrscheinlich grün-weiß Exert sehr gut spielen können. Also für Pre-Release, wenn ihr geile Karten in der Kombination habt, grün-weiß, gute Karten. Außerdem 4 Mana, 4-4. Ist voll fair, kann man nichts sagen. Dann Aven Windguide, 4 Mana, 2-3 fliegend Wachsamkeit. Kreaturentoken, die wir kontrollieren, kriegen Flugfähigkeit und Wachsamkeit. Echt geil, mit M-Balm können wir ihn wieder spielen. Auch ein echt solider Bird Warrior. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand gesagt. Ja, das war auch unsere letzte Karte. Wir beenden mit dem wirklich soliden Bird Warrior. Das erste Set-Review, beziehungsweise das erste Kartenvorschau-Video, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nenne, ihr seht es ja auf jeden Fall in der Videobeschreibung, beziehungsweise dann im Titel. Ich hoffe, mein erstes Video zu Amonkhet hat euch gefallen. In den nächsten Tagen werden noch welche folgen. Bin auf die Kommentare gespannt. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen, freien Tag. Bis morgen. Ciao! Solide, dass du das Video bis zum Ende gesehen hast. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass ruhig einen Kommentar da, wenn dir irgendwas aufgefallen ist oder irgendwie Vorschläge einfach da sind. Ich freue mich immer über die ganzen Kommentare der Zuschauer. Einen Daumen hoch. Zeigt mir auch, welches Video euch am besten gefallen hat, damit ich eventuell weiß, wovon ich mehr produzieren soll. Ihr findet mich zusätzlich natürlich noch auf Facebook und Twitter, falls ihr noch mehr Infos rund um Magic haben wollt. Und wenn ihr den Kanal weiter unterstützen möchtet, könnt ihr auch einfach mal unten auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen. Auf jeden Fall vielen Dank für den ganzen Support und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!